Jo, das tut mir ja leid, wenn ich das immer wieder sagen muss. Aber dieser Hund, ne, der ist einfach perfekt. Wir waren jetzt Gassi. Und jetzt habe ich mich auf meinen Platz gesetzt. Jetzt setzt er sich auf seinen Platz. Wahnsinn. Jo. Wir fahren jetzt zum Tierbedarf. Und zwar brauchst du für Spanien, musst du dich anschnallen. In Deutschland auch. Ob wir das letztendlich machen, weiß ich nicht, aber wir kaufen es mal, dann haben wir es. Wenn die Polizei uns anhält, sage ich einfach, du hast dich losgeschnallt. Neues Halsband, neues Geschirr. Dann haben wir tatsächlich noch einen Anschnallgurt gekriegt. So, wir machen jetzt mal wieder ein Experiment, und zwar barrierefrei. Wir haben wieder irgendwas gefunden. Und wir stellen jetzt mal Wombat um. Jetzt gucken wir mal, wie der Barrier reagiert. Was zu fressen hat, ist ihm alles egal. Zwar da hinten, guck mal, da fahren wir jetzt mal hin und Barriere legt sich wieder da. Oder nicht rauchen, das ist in der Walter nicht gut. Das ist sowieso nicht gut.
Schöner Platz, aber wir wollen ja auch bald in Madrid sein, ne? Und Barrier geht wieder auf seinen Platz. Kennt ihr schon Barriers neues Spielzeug? Achso, ich muss hier die... Ja. Guck mal. Ist mir auch irgendwie später eingefallen, ne? Ein Quietscheschweinchen. Gibt's in Marokko nicht, ne? Ja. Wir fahren jetzt 122 Kilometer. Ich weiß ja nicht, ob das für euch alles so interessant ist. Passieren tut nicht viel, bin ich aber auch ganz froh. Ja, die Fahrt jetzt durch Spanien, ne, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade so spannend für euch. Aber das gehört ja auch zur Reise dazu, ne, dass nicht jedes Mal was passiert. Und toi, 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 ne? Muss ja auch nicht. Aber der Platz war schön, die Wanderung, boah, habe ich mir mehr versprochen von. Das ist Barrias Lieblingsstecken. Ein bisschen groß. Nimm die andere Ende. Nimm das andere Ende. Hier. Da. Der ist auch lecker. Leicht groß. Sicht. Oh. Und jetzt fahren wir 122 Kilometer in Richtung Norden. Auch wieder über Park for Night jetzt wieder. Ne? Ai Oberländer ist jetzt hier in Europa mehr oder weniger wieder vorbei. Jetzt machen wir wieder Park for Night. Und der soll richtig cool sein mit Wasser und so weiter.
ist doch richtig geil hier, oder? Das ist doch richtig geil hier. Wow! Guck mal. Was für ein geiler Platz. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Maria dazu sagt. Na? Hui. Wow. Alter, ist das windig. Puh. Eine Fliege ist drin. Naja. So. Ja, es geht weiter. Eigentlich wollten wir hier noch einen Tag entspannen, aber das ist mir jetzt hier zu windig. Es hat sogar auch geregnet. Und wir fahren jetzt tanken. Dann fahren wir zu Mercadona. Brot, bisschen Essen und Bier kaufen. Und dann fahren wir zu einem schönen Platz, Plasencia, also angeblich schönen Platz. Und dann sehen wir schon weiter, ne? Es geht ja Richtung Madrid, zu Maya, El Escorial. Und da fahren wir jetzt Richtung Norden. Ja. Ja, und jetzt fahren wir die. Aber der Platz war cool. Der war zwar richtig gut und ich bin froh, dass wir gestern den sonnigen Tag noch hatten. War schön. War schön. Und Barriere hat sein Spielzeugchen. Guck mal. Das Quietscheschweinchen. Der ist ja ganz begeistert, hätte ich nicht gedacht. Wir müssen eh noch mal zu Tient Animal,
Weil das Geschirr, was ich gekauft habe, das funktioniert überhaupt nicht. Da steht drauf Patentdesign. Das finde ich echt nett von den Leuten, dass die quasi ein Patent auf ein Hundehalsband packen, das nicht funktioniert, damit das ja keiner nachmacht. Das finde ich super. Nee, das tauschen wir um und dann gibt es ein neues, weil du wächst so langsam aus dem alten Geschirr raus. Ne? Ja, wir fahren jetzt Richtung Norden.
müsste gleich die Brücke kommen.